So, was brauchtest du jetzt? Rotzerutsche, Gegner mit stumpfem Schaden treffen. Regeneriere Mana mit Pferdestärke des Pferdes. Ja, meinetwegen. Dann Pferdestärke hier rein. Und hier meinetwegen stampfen. Ich mache trotzdem 0 Schaden, wenn der Schild weg ist. Nee, ich glaube nicht. Da waren auf jeden Fall noch immune Gegner, deren Schild wir noch nicht gebrochen hatten. Und ein paar habe ich ja auch platt gekriegt, glaube ich. Sah zumindest so aus. Kann aber sein, dass wir auch grundlegend einfach zu wenig Schaden gemacht haben. Das ist gut möglich. Da komme ich nicht hoch? Hättest du gewusst, was für eine grausame Strafe dich will, deinen kurzen, neugierigen Blick erwartet, dann hättest du wohl lieber deine Glubschaugen zugemacht. Aber das konntest du ja nicht. Und hast du nicht. Also zahlst du jetzt den Preis dafür, du elender Trottel. Bitte was? Kann die Schnecke nicht auf das Gebiet, oder ist da... Okay, wir können da grundsätzlich nicht hoch, warum auch immer. Ah, wahrscheinlich, weil das jetzt einfach... Ah, das ist der Schießstand. Okay. Eine neue Herausforderung vom mächtigen Ritter? Na gut, dann darfst du jetzt die Schießbahn benutzen. Glaubst du allen Ernstes, du könntest die Ranger-Herausforderung schaffen? Vermutlich nicht. Dann bist du entweder sehr verwirrt oder sehr dämlich. Die Ranger-Herausforderung ist nämlich nur für Ranger! Ja, ja, okay. Habe ich verstanden. Was ist hier neu? Ah, das ist einfach die Quest, okay. Cool. Ich schaffe mindestens 23, dann hast du bestanden, okay. Na, dann gucken wir mal. Sagen, Punktlandung. Ich fürchte, du hast bestanden. Was? Na gut. Glaubst du wirklich, das war's schon? Glaubst du, es beweist irgendwas, eine simple Herausforderung zu schaffen? Falsch gedacht. In diesem Moment beauftrage ich meinen inneren Zirkel von Meisterschützen im ganzen Reich, eine echte Herausforderung für dich zusammenzustellen, du Insekt. Komm später wieder, dann zeige ich dir eine Aufgabe, die dein jämmerliches bisschen Stolz zerschmettern wird. Wie wär's, wenn ich vorher einfach dich zerschmettere, du hässlicher Kacklappen? Gott, Ranger hat halt auch noch 3000 Herausforderungen. 4 Gegner mit einer einzigen Pfeilladung, ein Gegner 7-mal mit einem Pfeilhagel. Auch du möchtest stumpfen Schaden. Und Mana mit Plünderung der Ratte. Okay. Na dann, wo kommen wir denn hier noch so hin? Ah, Wegpunkt. Sehr schön. Jetzt die Frage, halten die überhaupt 4 Schuss aus? Was bist du? Einfach nur eine Lampe? Okay. Sah irgendwie nach mehr aus. Keiner mehr? Oh, eine Fee. Hi. Hallo, hier eine Gratis-Mana-Verbesserung. Nice.
Hier geht's doch gleich wieder in irgendein High-Level-Gebiet, oder? Die Feen wiederholen sich? Ja, ja. Hatten wir schon. Ich bin raus. Oh, hallo. Ich habe gerade etwas meditiert. Ich stecke ein wenig in der Klemme. Ja, ich habe das Steinstück da oben entdeckt, das ich gesucht habe. Und diesmal hat es die richtige Form. Junge, suchst du nicht ein Dreieck? Das ist ein Stück Rohr. Aber gerade als ich schnappen wollte, kam ein Monster und ich musste fliehen. Ich weiß, dass er sie geschickt hat. Mein Gegenspieler. Er lacht über mich in seiner schwebenden Festung. Ich kann dir nichts anbieten als Gegenleistung, aber ich brauche es. Ich brauche dieses Stück. Cool, welche Schadensarten brauchen wir? Okay, cool, die habe ich halt nicht. Wir brauchen die Ratte, I guess. Oh Gott, das ist ja, Alter. Ich halt hart weggebumst. Dass man das nicht skippen kann, ne? Nope. 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 Keine Chance zu skippen. Hab alle Buttons durch. Ist hier der Controller gerade schon wieder verselbstständigt? Ich bin mir unsicher. Oh Mann, danke! Oh nein, nein, nein! Ich fasse es nicht. Das ist auch nicht das fehlende Bruchstück des Steins. Das ist ein Rohr! Oh, verdammt! Ich werde selbst weitersuchen. Du hast schon genug für mich getan. What the fuck, Alter? Was stimmt mit dem Dude nicht? Oh, warte. Auf den Ranger wechseln. Shortcut, da können wir gleich mal durchgucken. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie gut die Umgebung abgesucht, ne? Aber hier ist jetzt auch irgendwie nicht so viel. Ha. Noch ein Heil-Item gefunden, sehr schön. Kommen wir doch mit den Quests langsam ein bisschen voran. Tja, will ich da jetzt runter? Wo kommen wir denn dann eigentlich hin? Ich glaube, es gibt exakt einen Weg, das herauszufinden. Da war auch gerade eine sehr auffällige Stelle, da muss ich gleich nochmal gucken. Ah, am Südersee, okay, ja, alles klar. Bei... Okay, da kommen wir aber gar nicht erst hin. Das hier ist bestimmt auch ein High-Level-Gebiet, oder? Oh ne. Andere Fluchhügel, Level 12. Dann können wir gucken, ob wir den Ranger noch ein bisschen leveln können und hier vielleicht einen Wegpunkt finden. Und dann würde ich mal zur Gilde zurückgehen, tatsächlich. Kinder, fass das nicht an. Nimm es sofort aus dem Mund. Spuck es aus.
Das ist eine giftige, dämonische Masse aus anderen Dimensionen. Keine Lakritze. Aber es schmeckt nach Lakritze. Mir ist ganz schummrig. Wenn man sein Gesicht reindrückt, hinterlässt es für kurze Zeit einen Abdruck. Kinder. Das eine Kind hat zwar die Sprechblase von wegen, aber es läuft alles aufs Gleiche raus, weiß sie. Na, guck mal, Wegpunkt. Das ist der reinste Hohn! Wer spricht denn da? Unsere heiligen Katakomben, die Ruhestätte unserer Gründer, besudelt von profanem Pilzbefall. Wahrscheinlich rotieren unsere Vorfahren gerade in ihren Urnen. Und wenn der Glibber weiter die Fundamente annagt, bricht hier bald alles zusammen. Die neue Zaubererliga hat die Kommen für alle gesperrt, aus Sicherheitsgründen. Nur NZL... Achso, neue Zaubererliga. Nur NZL-Akolyten dürfen da rein. Es tut mir sehr leid, aber bis wir diesen Zwischenfall unter Kontrolle bringen, muss es halt so sein. Wenn du aber wirklich dringend rein willst, könntest du natürlich als Akolyt der neuen Zauberliga beitreten. Du findest sie in dem majestätischen Turm im Süden und sie suchen immer nach neuen Mitgliedern. Okay. Okay, der Dungeon ist aber auch Level 18. So, gib mir erstmal den Wegpunkt. Dann, was geht hier? Hallo, möchtest du eine lebenswichtige Institution der freien Welt unterstützen? Ich rede über den Journalismus, Baby. In der neuen Altstadt, neue Altstadt, wurde ein angehender und vielversprechender Held bei der Arbeit gesichtet. Auf den Kopfsteinpflaster erzählt man sich, er sei auf der Suche nach dem verschwundenen Nostramagus. Ich kenne nur einen Menschen, dem ich das zutrauen würde. Er wohnt neben der Taverne zur Tafelrunde. Gib ihm die Liste mit Interviewanfragen, bring mir dann seine Antwort, kassiere deine Bezahlung. Ein Kinderspiel. 15 Minutes of Fame, großartig. Was ist dieses schlecht getarnte Alien? Was? Natürlich bin ich ein humanoider Menschling. Das schwöre ich bei meinem Vierkammerherz. Ich kann es beweisen. Ich kann es nicht beweisen. Ich weiß, das fällt jetzt schwer zu glauben, aber ich bin wirklich ein Mensch. Ich und meine Leute sind nur verkleidet und suchen nach einem... Desexofibrillator? Okay, um damit unser abgestürztes Raumschiff zu reparieren. Aber wie sollen wir einander jetzt erkennen in dieser meisterhaften Verkleidung? Verflucht sei unsere überragende Technologie! meine Kummerdrüse ist voll. Vielleicht finde ich meine Freunde nie wieder. Bitte, wenn du jemanden siehst, bei dem du absolut sicher bist, dass er kein Erdling ist, sag ihm bitte, er soll mich an unserem Schiff treffen. Unbekanntes Fallobjekt. Schön. Ich werde jetzt zweibeinig dorthin reisen. Unser Schicksal liegt in deinen Händen, Erdenbewohner. What the fuck, Alter? Der Händler hat neuen Stuff, den wir uns sogar leisten können, theoretisch. Flinke Füße, du kannst nicht langsamer laufen als mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 100. Erlittener Fernkampfschaden verringert. Tierwesen explodieren bei 10% Gesundheit, verursacht 8 hellen Schaden. Endlose Quest, schaffe Dungeon, sobald du ihn einmal gekauft hast. Ja, okay. Tja. Ich schaffe Gesundheit. Okay, als endlose Quest. Ich weiß nicht, also prinzipiell ist das halt alles nett, aber die Passiva können wir eh noch nicht richtig einsetzen im Moment. Also wir haben halt keine Slots dafür, wirklich. Ich würde lieber noch meine Verteidigung ein bisschen verbessern, wenn ich ehrlich bin. Und dann nehmen wir vielleicht noch die Endlos-Quests mit. Oh, kein Meißlabyrinth, ich bin enttäuscht.
Seid gegrüßt, Abenteurer, Erforscher und andere Nicht-Liga-Angehörige. Ich bin Glibbernhardt von der neuen Zaubererliga. Auf Geheiß und Erlass von Liga-Anführer Alistair haben nur Liga-Mitglieder das Recht, durch diese Ländereien zu reisen. Oh, Glibbertar, die Gildenarbeit hat ohne dich wirklich jeglichen Reiz verloren, meine Liebste. Okay, ändert das was, wenn wir eine Schnecke sind? Nein. Friedhof Toter Winkel. Ja, hier müssen ja wohl Gegner sein, oder? Was zur Hölle? Skelett, Krabben, Spinnen, Dingsies. Wie sieht's denn eigentlich aus? 50 Gegner mit stumpfem Schaden. Okay, das ist eine Menge. Aber wir müssen nur noch einmal 4 Gegner treffen. Okay. Okay, wenn wir... Shit, der eine ist schon tot. Okay, aber wir haben zumindest die Pfeilhagelnummer abgeschlossen. Was trinken? Jo, Mai sofort. Ah, das sind auch wieder nur 3 Gegner, das ist doch scheiße. So, noch kurz Mana Potion gesnackt. Das sind 4 Gegner, das sind sogar 5. So, nice, dann haben wir doch gleich 3 Quests abgeschlossen, sehr schön. Das lohnt doch mal. Und ein Level-Up. Auch wenn ich da irgendwie nicht das Gefühl habe, dass die Level-Ups was bringen, aber okay. Erledige 8 Gegner mit einem Pfeilhagel. Mit einem einzigen Pfeilhagel oder insgesamt? Werde Mitglied der NZL. Ja. Okay. Da oben war noch eine Kiste, aber die ist in der Ebene da drüber, ne? Ja, da kommen wir von. Da kommen wir nur hin, wenn wir NZL-Mitglied sind. Oh, hi. Wir müssen tatsächlich 8 Gegner mit einem andauernden Pfeilhagel treffen. Also erledigen. Okay. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall Maximum Mana. Das ist bestimmt der Südersee, oder? Nee. Feuchtstätten. Ah, guck mal. Das ist der Dungeon, okay. Da könnten wir halt auch hin. Ich find's krass, wie groß dieses Spiel ist. Halt, also so von wegen hier eine Gilde, da eine Gilde mit Sidequests und also die Map ist gefühlt gar nicht so riesig, aber man hat so viel zu tun. Ist halt crazy irgendwie. Willkommen in Feuchtstätten. Hier findest du keine blühenden Landschaften oder Blumenbeete, aber dafür haben wir im Osten einen riesigen verfaulten Kürbis. Toll. Jetzt schon mein Lieblingsort. Kann ich hier nicht einziehen? Danke, ciao. Okay, das ist der riesige verfolgte Kürbis. I see. Speicherstein. Oh Gott, hier ist halt so viel los, ne? Was wird das hier? An einem guten Tag kann ich diese Strecke schneller laufen als eine Ziege mit 7 Meilenstiefeln. Okay, wird das hier so ein Race-Event?
Ja, das ist doch garantiert ein Deal für die Schnecke mit Sprint, oder? Oder fürs Pferd mit Galopp. Oder für die Schnecke mit Galopp. Okay. Das ist halt so. Darf sich halt nur nicht verlangsamen lassen. Aber wir haben auch eh noch gar keinen Timer, den wir schlagen müssen. Das ist so die Sache. Das finde ich gerade so ein bisschen weird. Oh, hi, eine Menge Leute. Was waren doch gleich Quests, die ich machen musste? Galoppier durch mehr Gegner. Vergifte Gegner mit Galopp. Schön, dass wir einfach gerade richtig viel Mana rausgehauen haben und nichts machen können. Ganz ehrlich, Gegner durch Galopp vergiften braucht ganz schön viel Mana. Was war das andere noch? Bricht gegnerische Schutzzauber, ja, okay. Eigentlich will ich hier aber gerade gar nicht sein. Die Kiste nehme ich jetzt nochmal mit, wenn sie schon da ist. Achso, das ist eine Wand. Das sah erst wie ein Weg aus, aber nein, okay. Ich wollte eigentlich vor Ewigkeiten schon... Und bevor sich hier noch irgendwie ganz viel aufgetan hat... einmal hierhin zurück... ich muss dann was trinken, ne? Fällt mir gerade so ein. So. Du hast eine Quest für uns. Was? Du willst mich interviewen? Aber ich bin doch noch ein Heldenlehrling. Ich habe noch nicht einmal mein erstes Dungeon geschafft. Ich glaube nicht, dass ich qualifiziert genug bin, um diese Fragen zu beantworten. Ich antworte für dich. Das war mein erster großer Auftritt. Wirklich? Oh, vielen Dank, das ist nett von dir. Warum hast du beschlossen, ein Held zu werden? Ich töte gern. Auf welchem Land kommst du? Aus soll das, glaube ich, heißen. Die Welt ist mein Zuhause. Ich bin in einem Schuppen aufgewacht. Nein, die Welt ist mein Zuhause. Wobei, nein, ich bin in einem Schuppen aufgewacht. Wer bist du? Ich bin ein glatzköpfiges Baby. Danke für deine Hilfe mit dem Interview. Ich bin sicher, was auch immer du geantwortet hast, wird mich in einem positiven Licht erscheinen lassen. Okay. Das war weird. Aber eigentlich wollte ich mit Amanda von der Gilde sprechen. Hoi, du warst ja ganz schön emsig in der Gilde. Daher befördere ich dich jetzt zum Ritteranwärter. Wenn du weiter so viel Einsatz zeigst, schlage ich dich zum gesalbten Ritter. Was ist dein Geheimnis? Willst du mir erzählen, dass eine stumpfe Klinge gegen manchen Gegner ebenso effektiv sein kann wie eine scharfe? Oh, du hast noch viel zu lernen, Frischling. Okay, neue Quests für uns. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Gildenrang verdient, Ritteranwärter. Du hast es gewagt, zu mir zurückzukehren? Ich werde dieses Grinsen mit einer Präzision von deinem Gesicht wischen, die Welt noch nie gesehen hat. Geh zurück zum königlichen Schießstand und versuche dich an der neuen Herausforderung. Du wirst in meinem Gelächter ersaufen. Sehr sympathisch.
Wir müssen vor allem auch noch mal unsere Sterne wiederholen. Ich meine, wir haben inzwischen fast so viele wie vorher. Aber... wo war denn der Schießstand? Hier oben, ne? Die verkacke ich jetzt safe. Den Button wollte ich drücken. So, zumindest sind wir jetzt fast voll geheilt. Nein. Na gut, jetzt kann ich auch hier nachgucken. Stumpfer Schaden und 8 Gegner mit einem Pfeilhagel. Das war die Geschichte, okay. Oh, kann ich eigentlich Pfeilhagel einsetzen? So, dann gucken wir mal. Die ultimative Ranger-Herausforderung ist nichts, was ein gewöhnlicher Ranger schaffen könnte. Du musst jedes Ziel treffen. Okay. Aua. Gut, der Pfeilhagel reicht nicht bis da. Schön zu wissen. Alter, wie soll ich das denn machen? Ah, okay, ich kann... Okay, ich muss nur... Okay. Ich dachte, ich muss länger aufladen, um so weit zu schießen, aber das muss ich tatsächlich gar nicht. Na, das ist halt shit. Die Fünferreihe oben ist halt bitter. Richtige Timing. Okay. Na, gucken wir mal. Warum treffe ich denn eigentlich mit einem 3 und mit dem nächsten dann nur einen? Also wie viele Scheiben kaputt gehen, ist halt auch schon sehr random, oder? Wirklich. Die sind alle kaputt gegangen. Ich finde, das zählt. Ich muss unbedingt den Schlafrhythmus umstellen, schon allein für die Streams. Also ganz ehrlich, wenn du um 12.45 Uhr aufstehst, ich weiß nicht, aber man, du hast frei, also du kannst halt Schlafrhythmus haben, wie du willst. Völlig egal. Ach, das ist halt einfach... Okay, ich check's nicht. Warte mal. Haben wir nicht irgendwas, was Splash Damage macht? Nicht wirklich. Mehr Reichweite halt auch nicht. Das bringt mir halt alles nichts. Es ist halt so weird. Vor allem, weil ich es halt schon einmal geschafft habe. Das ist halt so. Aber so, woran entscheidet sich denn, ob ich mit einem Treffer irgendwie 3 Zielscheiben kaputt mache oder nur eine oder 2? Das ist halt so super random. Ich habe halt mit einem Treffer halt auch schon mal 3 auf einmal platt gekriegt, aber es ist halt so... Es scheint irgendwie keine wirkliche Regel dafür zu geben. Okay.
Okay, nee, das können wir im Moment halt total knicken. Das wird so halt nichts. Das wird so definitiv nichts. Ja, sad.